Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Camouflage von Nazar in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Camouflage von Nazar aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, am besten wahrscheinlich hier an der Schweißnaht öffnen. Geht gar nicht so einfach auf. So, aber jetzt Messer weg. Hoppla, und da ist auch schon das erste rausgefallen. Und zwar ist das die Album-CD. So, wir starten aber mit der Vinyl. So sieht das Ganze aus. Camouflage von Nazar. Wir haben hier diesen blauen Balken, ansonsten alles hier in Schwarz und Weiß gehalten. Auf der Seite lesen wir ebenfalls links Nazar, in der Mitte dann Camouflage. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Falco, Sido, Chelo und Abdi und Mark Forster. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Also insgesamt 16 Tracks. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier einmal Nazar groß in Porträtaufnahme. Frauental. Und dann haben wir hier ein aufklappbares Gatefold, wo wir die erste Vinyl haben, auf der linken Seite. Und zwar ist dieser in einer weißen Papierhülle, wie so oft. Und die Vinyl klassisch in Schwarz gehalten. Hier lesen wir 1A, also Vinyl Nummer 1 A-Seite. Dann haben wir Vinyl 1, die B-Seite. Und hier auf der B-Seite auch nochmal vermerkt, wie die einzelnen Tracks aufgeteilt sind auf A- und B-Seite. Sehr schön. Dann machen wir die Vinyl mal wieder rein. Gar nicht so einfach. Gut, irgendwie kriege ich die Vinyl jetzt gerade nicht mehr rein. Einmal probieren wir es noch. So, aber jetzt. Sehr gut. Und dann haben wir auf der zweiten Seite natürlich noch eine zweite Vinyl mit verstaut. Und zwar ist das die hier. Kommt ebenfalls in einer weißen Papphülle. Und natürlich ebenfalls wieder in Schwarz gestaltet. 2A lesen wir hier und auf der Rückseite dann 2B und auch hier wieder die einzelnen Tracks aufgelistet mit der Aufteilung auf A- und B-Seite. Sehr schön. Machen wir auch diese wieder in die Papphülle hinein. So. Und zusätzlich haben wir hier einmal eine Album-CD noch dazu bekommen. Also oft gibt es ja dann irgendwie ein kleines Zettelchen mit einem MP3-Download-Code, mit dem Digital-Download-Code. Allerdings hat man sich hier für die CD in physischer Form entschieden. Die kommt in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Und wir haben hier das Cover, genauso wie auf der Vinyl, allerdings hier in Rot, also mit rotem Balken anstatt blauem Balken. Dann haben wir hier die ganzen Tracks nochmal aufgelistet. Hier spannenderweise sogar 20 Tracks. Also hier bekommen wir 4 Tracks mehr als auf der Vinyl. Nämlich die Tracks Nazar, Vorbei, Stresstherapie und Karussell sind hier mit drauf, die auf der Vinyl nicht drauf sind. Und dann haben wir hier noch die ganzen Infos zu den ganzen Produzenten etc. Und auch hier wieder die Credits. So sieht dann die Album-CD aus. Nazar Camouflage in seinem, ja, rosa-rot
und schwarz gehalten. Kommt in einer Papphülle. Und zusätzlich dazu bekommen wir dann noch dieses hier. NASA Camouflage. Hier nochmal die ganze Tracklist der Vinyl. Und hier haben wir dann noch ein... Ich räume das nochmal kurz weg, bevor wir das Poster öffnen. Damit wir hier auch wirklich Platz haben. So. Haben wir dann hier noch ein riesen Poster mit dabei. Uiuiui. Also das ist echt, echt groß. Also wir haben hier das Poster im Hochformat. NASA in schwarz-weiß abgebildet, hier wieder mit diesen blauen Querstreifen. So sieht das aus. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. NASA hier abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir dann wie so ein Booklet. Einerseits die ganzen Infos zu den einzelnen Tracks. Dann hier diverse Aufnahmen von NASA. Dann hier nochmals dieses alternative Cover. Und auf der Rückseite, also auf der anderen Seite, haben wir dann nochmal die Tracklist, eine Aufnahme von NASA und dann hier nochmals so eine Aufnahme vom Artwork. Also Booklet und Poster mehr oder weniger in einem. Sieht man in meinen Augen viel zu selten in solchen Vinyl Editions. Finde ich schön, dass man hier noch ein Poster mit reingepackt hat. Gefällt mir echt gut. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal ist eben gezeigt, der riesen Booklet bzw. Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir die Album-CD zu Camouflage inklusive der vier Bonus-Tracks. Dann die beiden Vinyls. Einmal, zweimal. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Camouflage von NASA. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr NASA unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.